Hallo Freunde, Chris Natter von SwissChief HD hier und heute mit der ersten Folge von unserer Own Me or Lose Trying Serie. Ja, die hatten wir ja letztes Jahr schon und dieses Jahr wird sie jetzt wieder eingeführt nach ein bisschen Zeit. Hier seht ihr mein Team hier mit Ronaldo, Neymar, Kelvin, Team of the Year Ramos, Team of the Year Thiago Silva und Sirigu im Tor. Dann haben wir noch Ronaldinho, Maicon und Leite. Und auf der Ersatzbank, also Modric wechselt dann immer raus. Und hinein kommt entweder Second Inform Moreno, Inform Tarab, Nani, Martinez, Chikawi, Quincy oder Mackay Stevie. Meistens wechsle ich Chikawi ein, aber das kann sich auch mal ändern. Einfach, dass ihr das wisst, immer diese Spiele werden kommen. Die erste Folge treten wir an gegen Marussia 10 und hier ist das Team. Hat zwar keine 5-Sterne-Skiller, aber wechselt die noch ein. Also das habe ich zwar nicht reingeschnitten, aber wechselt die noch ein. Jetzt die erste Aktion mit Ronaldinho machen hier Reversal. Lasse gut ein Scoop-Turn perfekt vorbei. Heel to heel. Der Rainbow, aber im letzten Moment kann der Verteidiger klären. Jetzt der Gegner mit El Sharabi macht einen Scoop-Turn perfekt vorbei. Ein paar Übersteiger. Kommt hier hinein, macht Ballrolle, Scoop-Turn herrlich vorbei. Dann wartet hier, macht einen Rainbow und dann der Longshot. Aber Sirigu kann den ohne Probleme aufnehmen. Jetzt Ronaldinho mit dem Heel to Heel. Foot to Foot, Roulette, der Pass auf Neymar. Der macht einen Rabona-Fake, dann der Advanced Frame, perfekt über den Gegner, aber er kann leider den Schuss nicht machen. Leider Verteidiger braucht jetzt Maicon, leider schaut euch das an, Waka Waka durch drei Mann. Aber dann im letzten Moment krätscht er den Ball weg, jetzt wieder El Shaarawy mit dem Verbaspin, macht Ballrolle, Scoop-Turn, Roulette, dann wieder Ballrolle, Schuss finden. Dann wartet er hier einfach stinkfrech, macht einen Scoop-Turn nach außen, wartet hier wieder, kommt er irgendwie in die Mitte, dann ein Job perfekt vorbei und dann irgendwie wieder geklärt von uns. Ziemlich komische Aktion, jetzt gehen wir mit dem Heel-to-Heel erweiterte Ballrolle. Dann ein Roulette, McGinn, perfekt eingesetzt. Ein Roulette auf die andere Seite. Dann der Pass auf Ronaldinho, aber der ist ja nicht gerade der Schnellste und holt den Ball leider nicht. Aber in der nächsten Aktion hat er einen Second Man Curve Kick Position und der Schuss kommt nicht allzu schlecht, aber auch nicht so gut. Jetzt Ronaldo mit dem Ballrolle, scoopt den Heel-to-Heel und dann der Longshot versucht. Aber auch hier wieder gut gehalten von Handanovic ist es, glaube ich. Jetzt Kelvin mit dem doppelten Flick. Dann schaut er in die Mitte, da ist Neymar mit dem Seitfalls hier. Aber leider daneben jetzt den One-Man-Curve-Kick. Aber der war auch gut gehalten von Sirigu. Jetzt die letzte Aktion, Kelvin mit dem Reverse. Waka Waka, Ballrolle, scoopt den Roulette. Jetzt kommt ein Heel-to-Heel, ein Elastico und dann BOOM! In den Winkel. Richtig geiles Tor. Also ich fand das Tor richtig nice von Kelvin. Weil der Waka Waka, leider war es ein Reverse Elastico, aber das spielt nicht so eine Rolle. Aber der Elastico, da waren sie ja zu dritt und konnten Kelvin nicht aufhalten. Aber Elastico und dann der Schuss, perfekt. Vor allem der Schuss war ziemlich geil, perfekt in den Winkel. Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare, wenn ich ein Tor kassiere oder wenn ich ein Tor schieße, wie ihr das Tor fandet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der ersten Folge von unserer Own More Lose Trying Serie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!